Dass es mit Deutschland bergab geht, haben wir in diesem Kanal, auf diesem Kanal natürlich einige Male schon prognostiziert. Aber liebe Leute, es scheint jetzt ernst zu werden. Und das ist das Traurige an der ganzen Angelegenheit. Die Stimmung ist gekippt, sagt zum Beispiel der Chef des Arbeitgeberverbandes. Und auch ansonsten sieht es gar nicht gut aus. Man kann nicht oft genug warnen, aber die Politik macht praktisch gar nichts. Es wird auf Facharbeit, Fachkräftemangel hingewiesen und, und. Tatsächlich sind das aber nicht die wahren Ursachen, warum es mit Deutschland bergab geht. Das möchte ich euch jetzt mal hier an einem Artikel von heute zeigen. Da trommelt die Bild: unser Wohlstand in Gefahr. Dramatische Warnung von Rainer Dulger, das ist der Chef, der Arbeitgeberchef. Grüne Politik gefährdet Betriebe, Standort und Jobs. Ja, das machen sie schon seit ein paar Jahren und tatsächlich passiert nichts. Also wir gehen den Weg so weiter, bis am Ende nichts mehr da ist und alle Betriebe irgendwie ja ausgewandert sind oder sonstige Sachen passieren. Also ich weiß auch gar nicht, was noch passieren muss, um hier ein Umdenken herbeizuholen. Also der Dulger sagt zum Beispiel hier, was ganz dramatisch ist: Die Stimmung ist gekippt. Viele Unternehmen haben kein Vertrauen mehr in unseren Wirtschaftsstandort. Kein Vertrauen mehr in unseren Wirtschaftsstandort. Ja, da kann man nur sagen, habt ihr gut gemacht, Ampel in Berlin. Kein Vertrauen mehr in den Wirtschaftsstandort. Es werden gerade Entscheidungen gegen Deutschland und für die Produktion im Ausland getroffen. Ja, haben wir immer schon vorhergesagt. Aber es passiert ja nichts. Die Energiepreise sind immer noch nach oben und wir kümmern uns hier irgendwie um Windmühlen und Gender und dieses und jenes. Frage ist natürlich, was wird aus dem Metzger? Der kann natürlich nicht auswandern und, und. Also es wird viel rumgelabert, aber es passiert nichts, ja. Auch das Thema Klimaschutz. Ja, wollen Sie keinen Klimaschutz mehr? Fragt dann die Bild. Das ist ja völliger Blödsinn. Also jeder ist ja dafür, dass die Umwelt irgendwie, dass es der Umwelt gut geht. Aber wenn wir Klimaschutz dergestalt machen, dass wir Milliarden oder zig Milliarden zum Fenster rauswerfen für irgendwelche fragwürdigen Energieprojekte, für grünes Utopia, für ein grünes Utopia, da muss man sich nicht wundern, dass das Geld irgendwann weg ist und natürlich bei den Leuten unten fehlt. Ja, die können dann, die wollen dann, sollen dann mehr Steuern zahlen, weil der Staat auf einmal keine Knete hat, weil die Unternehmen abgewandert sind oder weil weniger Steuereinnahmen vorhanden sind. Kennen ja das alles mit dem Klimatransformationsfonds, KTF, Klimatransformationsfonds. Da wollten sie ja 60 Milliarden reinmogeln und über 15.000 Leute anstellen, die in Deutschland die Klimatransformation durchführen sollen, was immer das ist. Wahrscheinlich mehr Windmühlen, auf jeden Fall Geld für nichts. Geld wird da rausgeschmissen und wir schmeißen es ja auch in allen Ecken, anderen Enden raus. Also, wenn wir sehen, was wir in der Welt alles so verprassen, dann muss man ja schon fast, wie Markus Krall spricht, auch von Veruntreuung reden. Jedenfalls, das Geld wird immer knapper und die Politik, die Fehler, die Politik macht, für die müssen wir am Ende büßen, die müssen wir am Ende bezahlen, beziehungsweise diejenigen, die dann noch da sind in diesem tollen Land. Also ich komme ja gerade aus Dubai und ich muss euch sagen, ich habe noch nie so viel Negatives über Deutschland gehört, ja. Und es ist ja so, wenn es einem Unternehmen beispielsweise, wenn wir aus unternehmerischer Sicht sprechen, wenn es einem Unternehmen gut gehen soll und wenn es florieren soll, wenn es Gewinne erwirtschaften soll, dann brauchst du Mitarbeiter, die motiviert sind, die zufrieden sind, die glücklich sind und so weiter. Und wenn wir jetzt Deutschland sehen beispielsweise und uns als Steuerzahler, als Mitarbeiter, dann kann man eigentlich nur sagen, dass die meisten Leute unzufrieden, unglücklich sind und mit dieser Regierung überhaupt nichts anfangen können. Und das ist natürlich nochmal kontraproduktiv für unser Land. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwann eine Wende in Sicht ist, aber das ist im Moment ganz klar zu negieren, das ist nicht der Fall. In der Zwischenzeit geht es mit der deutschen Wirtschaft immer weiter bergab, insbesondere auch in der energieintensiven Branche. Ja, wen wundert's? Da haben sie ja sehr viel Porzellan zerschlagen. Also das wundert mich nun gar nicht. Und schauen wir uns nochmal an, wie das da statistisch aussieht. Da habe ich euch jetzt auch noch eine schöne Grafik, die sehr dramatisch ist, vorbereitet. Die gab es bei NIOS. Und da seht ihr also hier sehr schön die Industrieproduktion Deutschland. Seit 2021,
bis jetzt im Juli. Das sind die letzten statistischen Daten, die wir da überhaupt haben. Und da erkennen wir ganz klar, dass es seit 2021, das sieht ihr hier an der blauen Linie, ziemlich stark nach unten gegangen ist. Also fast von 100 auf 81,8. Das ist fast ja, 20% weniger. Das ist die Industrieproduktion im energieintensiven Sektor, die blaue Striche, die blaue Grafik. Und das ist ausgerechnet der Sektor, der die meisten Arbeitsplätze schafft. Da kann man also nur sagen, gut gemacht, Ampel. Der Weg nach unten ist weiter vorgezeichnet. Im Sektor, der nicht energieintensiv ist, haben wir eine leichte Steigerung, aber auch da sieht es nicht so richtig gut aus. Und wenn wir jetzt noch andere Sektoren dazu nehmen, das seht ihr hier an diesen Strichen, es geht alles bergab. Gelb ist die Chemiebranche beispielsweise. Chemie, gelb. Hellblau ist Gas. Dann haben wir hier dieses ja, Orange oder was, Kokerei und Mineralölverarbeitung geht auch den Bach runter. Und blau, das ist diese Linie hier, ist Metall. Und dann haben wir noch Glas, ist klar, Glas ist auch eben auch sehr energieintensiv, das ist diese hellblaue Linie. Also alles im allem kann man sagen, dass es hier nicht gut aussieht. Und als Börsianer würde ich sagen, da ist ein Abwärtstrend intakt, dessen Ende man noch gar nicht richtig ja, sehen kann. Also von der Trendwende oder von dem Turnaround sind wir offensichtlich noch sehr, 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 sehr weit entfernt. Ich möchte wissen, wie das alles enden soll. Und wie gesagt, wenn dann diese Branchen aussterben oder wenn die keine Steuern mehr zahlen, wenn die wirtschaftliche Aktivität zurückgeht, dann haben sie natürlich auch weniger Steuergelder zur Verfügung. Und dann möchte ich nicht wissen, wie sie dann weitermachen. Also sparen können sie ja nicht. Im Gegenteil, wir müssen ja für Klima und für alles Mögliche die Milliarden raushauen und dann auch in der ganzen Welt. Da könnte ich mir vorstellen, es gibt ja jetzt so von der SPD Bestrebungen, einen neuen Notstand auszurufen, um dann die Reichen höher zu besteuern und. Ja, also ich meine, das sind doch wirklich billige Tricks, liebe Leute hier in Berlin im Bundestag. Könnt ihr euch nicht mehr überlegen, ein bisschen sorgsamer mit dem Geld umzugehen und vor allen Dingen eine Politik zu machen, die Wirtschaft ins Land holt, wo Unternehmer ins Land kommen? Ja, das wäre doch mal ein schöner Vorschlag. Und von da die Steuergelder weiter sprießen, anstatt die eigene Bevölkerung jeden Tag neu mit irgendwelchen Meldungen zu bedrohen und auszupressen, wo keiner weiß, was am Ende von seiner Knete noch übrig bleibt und am Ende dann vielleicht auch noch Lastenausgleich und was weiß ich noch was alles. Also wenn es darum geht, den Leuten, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, da sind sie immer sehr pfiffig. Aber wenn es darum geht, eine Republik zu gestalten, in der sich Arbeit wieder lohnt, in der Unternehmen von außerhalb sich hier niederlassen, da sehe ich überhaupt kein grünes Licht in der Ampel. Da sind wir völlig verloren. Und das sieht meines Erachtens für die Zukunft nicht so gut aus. Aber wir hoffen, dass vielleicht dann doch mal eine Trendwende in Sicht ist. Folgt mir auf Telegram, dort immer offiziell informiert oder schnell informiert zu Themen aus Wirtschaft und Politik. Mein Kanal bei Telegram lautet MM News Offiziell. Da erfahrt ihr alles immer zuerst.